Der Gaspreis pro verbrauchter Energieeinheit ist in einem Jahr von 0,022 Euro auf 0,121 Euro gestiegen. Dies entspricht einer Erhöhung von P%. Wie groß ist P? Wir nennen AP den Anfangspreis und EP den Endpreis. Wir wissen, dass AP plus P pro Cent von AP gleich ist zu EP. Hier links vom Ist-Zeichen können wir AP ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann 1 plus P auf 100, das heißt 100 plus P auf 100. Wir können AP ersetzen durch 22 Tausendstel und EP ersetzen durch 121 Tausendstel, also so. Diese 1000 teilt links vom Ist-Zeichen, also können wir die rechts rübersetzen, wo sie multiplizieren wird. Diese 22 multipliziert links vom Ist-Zeichen, also setzen wir die rechts rüber, wo sie teilen wird, und somit erhalten wir rechts dieses Produkt, das man durch 1000 kürzen kann und auch durch 11 kürzen kann, so bleibt rechts vom Ist-Zeichen 11 halbe. 11 halbe wird dann mit 100 multipliziert und somit finden wir rechts 550. 550 minus diese 100 ergibt 450. Also die Endantwort auf die gestellte Frage lautet 450.